Hallo, hier ist die Silvia vom Stempellädchen. Ich habe neulich gesehen, dass ich Kerzen bestempelt habe. Und da habe ich mir gedacht, es muss doch irgendwie auch möglich sein, das Ganze auf Glas aufzubringen. Und ich wollte aber keine schwarze Schrift auf Glas, weil ich finde, das sieht man nicht allzu gut. Und ich wollte das gerne in weißer Schrift haben. Es muss allerdings eine wasserunlösliche Tinte sein. Also flüsterweißes Stempelkissen funktioniert hier nicht. Das lässt sich ganz gut auf Glas aufstempeln, direkt mit der Stempelfarbe, dauert aber ewig, bis es getrocknet ist. Und so habe ich einfach ausprobiert, ob das nicht auch mit der Wasserschiebefolie funktioniert. Und was soll ich sagen, es funktioniert einfach prima. Das ist jetzt hier einfach ein Geburtstagsglas. Das soll einfach mit auf den Geburtstagstisch von meiner Arbeitskollegin. Da habe ich jetzt hier noch so ein paar, ja, so ein paar Muster mit drauf gemacht, Kerzchen rein. Ich habe hier dann noch einen Freundschaftsgruß, ein bisschen Trockenblumendeko. Unten drunter ist Moos. Was man da reinmacht, ist aber ja auch völlig wurscht. Finde ich aber ganz nett auf dem Geburtstagstisch und die Geschenke und die Blumen drumherum. Und jetzt habe ich hier schon mal ein Glas vorbereitet. Hier habe ich schon mal Moos aus dem Wald hier rein drapiert. Da kommt jetzt hier auch gleich einfach ein Teelichtchen rein. Und das bestempeln wir jetzt einmal. Was ganz, ganz wichtig ist, das Glas sollte fettfrei sein. Da kann man ganz gut den Stempelreiniger nehmen, hier den Stamping-Nebel. Das Glas einmal ein bisschen sauber machen. Das Taschentuch brauchen wir jetzt gleich noch. Und dann brauche ich einfach ein Stück Wasserschiebefolie. Ich hatte euch ja schon mal gezeigt, dass ich diese hier verwende. Die habe ich auch auf meinem Blog unter zusätzliches Material verlinkt. Einfach mal draufklicken. Und damit bin ich also sehr zufrieden. Ich habe ja jetzt bestimmt schon gefühlte 100 Kerzen damit gestempelt. Das hält Bombe. Und jetzt machen wir das Ganze mit weißer Stempelfarbe. Und zwar brauchen wir hierfür Versamark. Und einfach ein schönes Stempelset, was wir hier aufbringen wollen. Und ich nehme jetzt das Stempelset Tannen und Karos und nehme mir hier einmal den kleinen Tannenbaum. Und zwar den mit Stamm und Schnörkels. Und dann noch ein schöner Spruch. Frohe Weihnachten. Und dann sind ja hier noch so schöne kleine so schöne kleine Tannenzapfen. Die probieren wir einfach mal aus. Ich weiß nicht, ob die wirklich wirken auf dem Glas mit weißer Stempelfarbe. Keine Ahnung. Ich ziehe mir das jetzt erstmal auf einen Acrylblock. Ich nutze hier immer Vorder- und Rückseite von den Acrylblöcken. So, und dann nehme ich hier einfach den Rand von meiner Stempelfolie, stempel das ab mit Versamark-Tinte. Die rutscht auch nicht so sehr wie normale Stempelfarbe, übrigens, wie Stazon-Tinte. Also hier braucht man jetzt auch nicht zwangsläufig mit dem Stamperatus arbeiten. Also ihr könnt es jetzt nicht sehen, ob alles drauf ist. Ich sehe es auch nicht wirklich. Es schimmert so ein bisschen im Licht. Aber wir werden es jetzt feststellen. So, und dann nehme ich weißes Embossingpulver. Und streue das einmal hier über. Die Wasserschiebefolie kann man nicht, da kann man die Statik nicht rausnehmen mit dem Embossing Buddy. Man kann da jetzt nur ganz feste gegenpusten, um hier diese ganzen Flocken hier noch mit abzuschütteln. Das geht ganz gut. Man pustet sich also da auch nicht die Schrift weg. Die haftet ganz gut auf der Versamark-Tinte. Aber eine andere Wahl habt ihr da eigentlich nicht. Also mit dem Embossing Buddy könnt ihr da leider nicht arbeiten. Das habe ich schon ausprobiert.
Ich nehme mir jetzt den Heißluftföhn, lasse den erstmal ein bisschen warm werden und gehe auch nur mit der Stufe 1 hier drauf. Also dafür braucht es wirklich, wenn ihr jetzt nicht den Heißluftföhn habt von Stamping Up, ihr braucht da wirklich ein qualitativ sehr gutes Gerät. Also jetzt nicht den Heißluftföhn aus dem Baumarkt benutzen, der senkt euch die Folie ab, denn die ist ja jetzt nicht sonderlich hitzebeständig. Die brennt zwar nicht, aber die schmilzt. Da muss man hier wirklich ein bisschen aufpassen. Also Stufe 1 reicht völlig aus, dauert ein bisschen länger, tut aber seinen Zweck. Ich gehe hier auch immer so ein bisschen hin und her, um nicht auf einer Stelle zu bleiben. Und jetzt fängt es an zu schmelzen. So, das habe ich jetzt kurz antrocknen lassen. Jetzt schneide ich mir erstmal unten den Streifen mit dem Schneidebrett ab, damit ich die Folie hier vernünftig, vernünftig hinterlasse. So, und dann nehme ich mir einfach eine normale Papierschere und schneide hier so am Motiv entlang. Man sieht die Folie hinterher nicht. Ich habe ja hier die klare Folie. Die weiße Folie würde man jetzt sehen. Da müsste man dann ein Viereck rausschneiden. Aber so fällt die auf dem Glas wirklich nicht weiter auf. Jetzt halte ich das mal hier so ein bisschen näher. Schaut mal hier. Das ist also wirklich schön geschmolzen. Und wird genauso schön auch auf dem Glas haften. Ich habe jetzt hier einfach einen ganz normalen Zahnputzbecher mit Wasser gefüllt. Und schmeiße da das Papier rein. Also nicht, dass ihr euch wundert, in dem Papier, in dem Wasser schwimmt schon einiges von Versuchen von mir. Hier diese ganzen weißen Krümels, das waren alles Versuche, die nicht funktioniert haben. Aber jetzt habe ich das Ultimative eben gefunden. In der Zwischenzeit, wo sich das löst von der Folie, nehme ich mir hier mein Band und brauche dafür aber Heißklebepulver. Quatsch, und brauche dafür aber hier den Heißkleber. Was ihr jetzt hier für ein Band verwendet, das ist echt völlig egal. Ne? Ich habe jetzt hier noch alte Bestände von diesem glutroten, von dieser glutroten schönen Kordel. Ich glaube, die ist aus letztem Jahr gewesen, aus dem letzten Winterkatalog. Die finde ich hier ganz schön und passend. Und jetzt hole ich mir schon mal den Tannenbaum raus. Streife den hier so mal das Wasser hier schon mal so ein bisschen an dem Taschentuch ab.
dann ist es das gleiche System wie auch bei den Kerzen. Ich ziehe die Folie ganz einfach ab und wische jetzt hier auch gar nicht so lange drum rum. Also bei der Kerze, da kann ich ja hier ewig lang drin rumwischen und hin und her schieben und sowas. Das muss man bei dem Glas nicht. Das braucht jetzt einfach nur auch ein bisschen länger, als das die Kerze benötigt, um wirklich hier anzuziehen und um wirklich hier richtig trocken zu werden. Ich drücke ja auch nochmal so vorsichtig das Wasser raus. Hier muss man wirklich aufpassen, die Folie wird leicht porös durch das Trockenföhnen. Und wenn man da jetzt hier zu viel rumwischt, dann zerreißt die einfach. Na, aber ihr habt jetzt hier noch Zeit, könnt ihr noch schön ein bisschen gerade machen. Ich hole mir jetzt hier meinen Spruch raus, der löst sich hier schon von alleine ab. Da guckt mal, wie schön das aussieht. Ihr seht, die weißen Sprenkel, die gehen nicht komplett weg. Das ist einfach so, wie es ist. Stört mich jetzt persönlich ja auch überhaupt nicht. Ich schiebe den Spruch noch ein bisschen weiter hier rüber. So, dann holen wir mal, dann befreien wir mal noch die Tannenzapfen. Ja doch, ich denke, man kann die ganz gut als solche auch erkennen. Sehr schön. Dann mache ich hier vorne noch einen Knoten rein. Fällt mir einfach richtig gut. So, und jetzt habe ich ja hier das Teelicht und wie das bei diesen Teelichten immer so ist, die haben hier diesen hässlichen Aufkleber. Gefällt mir nicht. Da machen wir uns jetzt hier eine kleine Manschette drum. So, ich habe jetzt hier einfach, weil es farblich passend ist, das Papier aus der Celebration. Ihr nehmt natürlich wieder irgendwas, was ihr im Bestand habt. Ich schneide das jetzt zu auf eine Breite von 1,5. Dann passe ich mir das hier einmal an. Und schneide mir das auf der passenden Länge dann ab. Mache mir dann auf der einen Seite ein bisschen doppelseitiges Klebeband dahinter. Und wickel das jetzt hier einmal ziemlich feste drum, weil ich möchte ja auch, dass die Manschette gut hält. Hoppala. So, guck mal, das ist doch jetzt ganz hübsch. Dann kann ich hier
mein Kerzchen anmachen. Stell das jetzt hier einmal rein und schaut mal hier von der Seite, zeige ich euch das mal, wie süß das aussieht. Finde ich es einfach eine hübsche Idee. Ne? Man kann noch ein paar Tannenzweige mit reinmachen oder auch ein paar Trockenblumen, wie man halt so möchte. Man kann hier vorne noch ein Schildchen dran machen, noch ein bisschen Deko. Alles nach eigenem Geschmack. Mir gefällt das so. Ich mag das schlicht, ohne etwas. Ich habe das gestaltet quasi als Tischdeko. Hier die Heißklebefäden, die muss ich noch abziehen. Und ja, also ein paar Stunden solltet ihr die Kerze jetzt wirklich in Ruhe lassen. Auch vorher möglichst schon das Band befestigen, dass ihr hier nicht so viel dran rumrutscht. Denn das ist immer noch beweglich. Nicht, dass euch die Folie dann nachher reißt und ihr fangt dann wieder von vorne an. Dann hoffe ich, euch hat meine kleine Idee gefallen. Ihr habt einfach Lust, das auch mal nachzubasteln. Und ja, dann wünsche ich euch eine schöne Vorweihnachtszeit und bis bald. Tschüss.